Metalhead TV. Hallo Metalheads, hier ist Kayo. Neben mir heute Matti von Nasty. Wir machen ein Interview über das neue Album Religion und über die vergangenen Alben und Bands, mit denen ihr so befreundet seid. Genau, heute in Bochum. Drittes Date auf der Tour, auch ausverkauft. Scheint gut bei euch zu laufen, ne? Dürfen uns nicht beschweren, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, es gab noch ein paar Änderungen aktuell, dass ihr einige Konzerte hochverlegt habt. Also die Leute, die keine Tickets bekommen haben für die nächsten Shows, also es wurde wieder aufgestockt und jeder hat so die Möglichkeit, Nasty nochmal live zu sehen, auf jeden Fall. Ja, meine erste Frage direkt zur Tour ist, lasst euch immer irgendwas Besonderes einfallen. Dieses Mal habt ihr ja wieder eine Tour-Vinyl zum Beispiel. Auf was dürfen die Fans sich noch freuen? Also irgendwelche Feature-Gäste, die auf der Tour vorbeischauen? Oder? Heute haben wir zwei Feature-Gäste, einen an der Gitarre, einen gesanglich. Der Marc von Caliban wird das Prediction mitspielen und der Sam ist Welle mitsingen. Mhm. Ansonsten haben wir diesmal das erste Mal so eine Art Produktion mit, also wir haben einen Backdrop und so Aufsteller. Wir dachten, wo die Tour irgendwie gut zu laufen scheinen wird, dass wir ein bisschen aufpimpen, um den Leuten halt auch optisch irgendwie was zu bieten. Cool. Ich habe gesehen, ihr habt auch eine Limited Collector Box am Start, also die habe ich mir auch natürlich geholt. Und was mir aufgefallen ist, ihr habt in einem Interview gesagt, ihr seid nicht in den Media Control Charts drin, weil normalerweise so Hip-Hop-Acts, die benutzen diese Box, um halt in die Charts höher zu pushen, aber ihr seid nicht in den Media Control Charts drin, wieso nicht? Das ist eine Label-Angelegenheit, also BDAW ist nicht bei Media Control, weil das unfassbar kompliziert ist, bei Media Control reinzuholen. Ja. Da musst du so und so eine Anzahl an Releases, glaube ich, im Monat rausbringen und weiß ich nicht was alles, und das ist ein riesenlanger Prozess. Wir hatten das versucht zu machen, beim letzten Album, bei der Schocker schon, hat aber wohl halt nicht funktioniert, haben wir auch diesmal gesagt, ey, scheiß drauf. Ja. Also die Box war jetzt nicht, um irgendwie die Chartzahlen zu pushen, weil es halt sowieso nicht gezählt wird, sonst ist das ja teilweise, dass so eine Box, glaube ich, als drei verkaufte CDs oder so gilt, kommt auf den Inhalt an. Aber wir haben es jetzt halt unabhängig von Charts gemacht, wir wollten einfach was Cooles rausbringen, einfach irgendwie... Ja, wir hatten auch Bock auf so eine Remix-EP, wir hatten Lust, mal so ein paar andere Sachen zu machen, einfach irgendwie so uns da ein bisschen ausleben mit dem Ding. Und halt für Leute, die Bock auf sowas haben, denen halt so ein Gimmick dazu geben, hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Ich glaube, wir waren jetzt auch tatsächlich die Ersten so in unserer so Musikhorizont da, die ungefähr sowas rausgebracht haben. Definitiv. Was ich zum Beispiel sehr, sehr cool fand, war die Remix-EP mit diesen EDM, ich weiß nicht, Hardstyle-Trap. Wie war da so das Feedback der Fans? Könnt ihr euch da vorstellen, sogar ein komplettes Album mal zu machen oder eine Split-CD mit, weiß nicht, Mellowvents zum Beispiel? Oder im Nachhinein war die Reaktion eigentlich gut, aber als wir zum Beispiel das Zeitlied da gedroppt haben, obwohl du angesagt hast, jo, das ist ein Remix-Lied, das ist halt einfach, wo wir uns ausleben auf einer Remix-EP, die wir einfach aus Spaß gemacht haben, um den Leuten irgendwie noch was anderes auf der Platte zu bieten. Kam da, keine Ahnung, wie viele Hasskommentare angeflogen, Spastis, verraten die Szene, das ist kein Beatdown, kein Hardcore, was ist denn das und bla bla bla. Tatsächlich ist das sieht von den Leuten, die so von Musik in so einer Richtung ein bisschen Plan haben, sich dafür also begeistern können, gar nicht schlecht gewesen. Also viele haben das anscheinend tatsächlich gefeiert. Ja, viele halt auch schlecht angenommen, aber im Nachhinein, glaube ich, haben die Leute es verstanden und generell ist die Remix-EP, glaube ich, ganz gut angekommen. Du hast gerade schon etwas angesprochen, der Hate, der da teilweise übers Internet wieder gespreadet wurde. Ihr habt auf dem aktuellen Album Dirty Fingers Part 2 draufgepackt. Warum habt ihr einen zweiten Teil nochmal quasi neu aufgelegt? Und wie würdest du sagen, hat sich der Hate von 2005 von eurer ersten Platte bis heute verändert? Gar nicht. Also, Haters gonna hate, das wird immer so bleiben, denke ich.
Gut, früher konnten wir uns jetzt noch nicht beim ersten Album irgendwie so Sellout und so Sachen anhören. Das kannst du jetzt halt heute irgendwie mehr, weil du verkaufst halt irgendwie mehr Tickets oder bist halt bekannter geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ich fühle jetzt nicht, dass wir wirklich viel geändert haben. Ja. Vor allem musikalisch nicht wirklich. Also ich empfinde das neue Album eigentlich als somit das Brutalste, was wir haben. Definitiv. Ist ein bisschen eingängiger zwar auch, aber ich finde es brutaler. Ja. So. Auch von Lyrics eigentlich noch dunkler. Mhm. Also ich sehe uns jetzt da nicht, dass wir uns irgendwie verändert hätten, um irgendwie mehr Platten zu verkaufen. Ja. Am Ende haben wir uns halt einfach einen abgespielt und wir sind dankbar da, wo wir jetzt sind. Aber Dirty Fingers 1 ging ja ein bisschen mehr so um dieses ganze Szene interne Rumgelaber und Rumgeflame. Und jetzt 2 ist, glaube ich, ein bisschen mehr so auf... Ja, das, was momentan halt so passiert. Irgendwo passiert was Schlimmes in der Welt und dann, wow, und macht halt einer einen Post und meint, er hat die Welt verändert, aber hat sich dann gar nichts verändert. Oder in, aber hier ist ja noch, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, hier mit Cecil, dem Löwen, der da damals, der zahme Löwe Cecil, der da irgendwie von Wilderern leider umgebracht worden ist, natürlich nicht cool. Und es ist plötzlich das ganze Internet voll mit Löwen, der irgendwo in Afrika erschossen worden ist, wo ich mir denke, hey, Alter, ja, schön. Und jeder postet und regt sich auf, ein riesiges Gesungen, wo ich mir denke, Alter, ja, wow, das ist ähnlich wie da ist ein Sack Reis in, keine Ahnung, umgefallen. Ich meine, klar, wie gesagt, das soll natürlich nicht passieren, scheiß Move, aber ganz ehrlich, jeder hat doch irgendwo sein eigenes Leben zu leben. Ich weiß nicht, anscheinend geht es den Leuten halt zu gut, wenn die dann, weiß ich nicht, wie viele Tage über so einen Kram da abposten können. Und so geht's halt, das ist jetzt halt nur das Beispiel. Ja. Das war halt damals, als das passiert ist, dachte ich mir, jo, du musst Dirty Fingers 2 schreiben. Da hatte ich halt die Line dann plötzlich direkt im Kopf und darum ist das Lied halt so entstanden, dass du halt mit einem Klick auf der Maus da und irgend so ein Post halt nicht die Welt veränderst. Am Ende machst du halt Schwanz, sitzt halt vor der Bude und machst überhaupt nichts. Und genau das ist in meinen Augen halt, glaube ich, halt auch das Ziel vom Großen und Ganzen, dass wir halt alle immer passiver werden und irgendwo da virtuell was ablassen, was aber am Ende nichts an irgendeiner Lebenssituation verändert. So. Definitiv. Ich möchte an dieser Stelle einen harten Cut machen und zwar, wie du siehst, habe ich eine Box mitgebracht. Wow. Diese Box beinhaltet alle Nasty-Alben plus all mit Bands, die ihr befreundet seid und deine Aufgabe ist ganz einfach, du nimmst eine heraus, packst die aus und ich stelle dir dazu ein paar Fragen oder vielleicht, wenn du eine coole Geschichte auf Lager hast, kannst du auch dazu was erzählen und ich unterfütter das mit ein paar Fragen von mir. Und cooler Musik. So, so. Falls du die Declaring War Redux noch hast von Faktus Recordings, nehme ich die direkt mit. Fall Brawl Brotherhood. Ja. Name passt, kann man Brotherhood auf jeden Fall auch groß schreiben. Eigentlich von Anfang an, Tag 1, ich glaube, erste Show, die wir im Pod gespielt haben, zum Beispiel. Jo, das ist der schwule Ricky. Von der ersten Sekunde an, eigentlich, wo wir jetzt erstmal im Pod gespielt haben, waren Forbes auch schon am Start, damals so ein bisschen andere Formation. Paddy war schon dabei. Und deshalb kannst du sagen, so in dem Fall würde Bruderschaft auch ganz gut zu dem Album passen mit uns in Fallbrawl. Bruderschaft ist ein sehr gutes Stichwort. Kannst du dir vorstellen, mit denen eine Split zu machen, so wie Summer Jam und Casey Rebel? An sich könnte ich das, Kollege. Aber ich glaube, wir werden generell, wir haben noch nie sowas gemacht, Splits oder Cover-Songs und so ein Kram. Wir würden immer sagen, ey, das ist halt so unser Ding und keine Ahnung. Vielleicht kommt irgendwann mal sowas, nur mittlerweile ist es so, wenn du 5 Lieder oder 3 Lieder hast, dann bist du am Ende froh, wenn du die auf einen Longplayer drauf machen kannst, weil man auch so ein bisschen nicht Zugzwang ist, aber man möchte natürlich immer gut abliefern so. Aber ja, keine Ahnung. Soweit ich weiß, bringen die jetzt nochmal die Split neu raus zwischen Fallbar Reduction, Brothers in Crime, die wird nochmal neu die veröffentlicht. Klassiker. Ja, genau. Split, stimmt. Die das kommt nochmal raus. Kann. Nächste. Nächste. Das ist der Hoffring. Das ist die Weihnachten. Oh ja. Fuck you. Dankeschön, das kann ja nur Reduction sein. Ja, Reduction eigentlich fast, oder eigentlich so ziemlich genau dasselbe. Auch sehr eng verbunden mit. Summers ist jetzt auch auf dem neuen Album drauf, auf hier, auf Welle. Ja, also auf genau, auf dem Album Religion, euer Lied heißt Welle. Und super Name. Ja. Nachfolgealbum Fuck You Too fand ich auch sehr gut gewählt. Ja. Und ich mag die Optik sehr. Was kann man in Zukunft von euch beiden erwarten? Musikvideo vielleicht zu Welle? Weil du warst ja bei denen im Video. Ja, wir überlegen noch diverse Musikvideos vielleicht zu machen. Wir hatten rein theoretisch noch 3 Stück in der Pipeline, aber ist die Frage, wie wir es zeitlich schaffen, inwiefern es Sinn macht, da noch tierisch rein zu investieren. Wir wollten halt eigentlich zu Prediction sehr aufwendiges Ding mit Story und so Sex-Szenen und so. Das ist auch gut. Aber da ist halt so die Sache, da, ich bin dann halt auch so, ja, das soll nicht nur so angedeutet sein, da muss voll abgehen. Nee, jetzt dann, natürlich nicht pornografisch, aber so wie ein richtig gut gemachter Kinofilm. Ja. Aber es ist halt natürlich auch eine Kostenfrage und eine Frage, wo kriegst du jetzt die ganzen Leute, die sowas machen? Ich würde es selber machen, dann würde ich auch meinen Kopf zu Hause umgedreht kriegen. Guter Klassiker auf jeden Fall. Und wir hatten auch immer schon mal vor, irgendwie ein Hip-Hop-Projekt zusammen zu machen, jetzt haben wir es nicht. Mal sehen. Ja, nächste. Ja. Yeah. Bis jetzt waren, glaube ich, nur von euren Kollegen. Bin mal gespannt, wann die erste Nasty-Platte kommt.
Die nächste. Malevolence. Oh, sehr begehrtes Album, schon lange weg. Oder? Nee, Quatsch, ist selbst. Ah ja, der andere war grün. Genau. Ihr habt letzte Woche bei denen auf der Show gespielt in Sheffield, ne? Genau, Sheffield, 1000 Leute, ich glaube ausverkauft gewesen, ultra krass. Ja. Also die haben sowieso immer so sehr gute Home-Shows, aber ich glaube die letzte war 400 oder 500 Leute und jetzt 1000. Krass. Ultra Lineup mit Guilt Trip, Colter Truth, Knocked Loose Uns und Malef. Ja. Ja, eigentlich sehr krass zu sehen, was dann teilweise mit der Musiksparte, sag ich mal, die wir bedienen, so ein bisschen im härteren Kram halt doch möglich ist. Ja. Super Band, haben wir das erste Mal, ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren mit in England gespielt. Da war der Charlie, der hier, der, nicht Charlie. Ja. Auch nicht Wilkie. Ja. Der ich Alex? Bescheuert. Der nee, auch nicht Alex, der Lead-Gitarrist. Nee. Warte, das kann doch jetzt nicht sein. Warte. Hier, eine Sekunde. Danke. Jo, Josh. Ich glaube, da war Josh 16 oder so. Ja. Da hatten die halt schon die meisten Lieder von der vorigen Platte draußen. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, dass wir mit 16 geschrieben haben. Und wir, erste Show mit denen, das war, glaube ich, unsere erste richtige England-Tour, das war mit Pain, Respect und Malef. Krass. Und wir kamen da an und die Jungs da halt auch alle im Jogger und so und ja. Wir hatten die auf der ersten Show leider verpasst, weil wir zu spät waren. Nächste Show dann, okay, die bauen auf und Paddy und ich standen so da und so, ja, mal gucken, was jetzt kommt. Wird wahrscheinlich super stumpf. Ja, und plötzlich legen die los. Ja. Und wir standen, ich schwöre dir, jeden Abend da mit offenem Mund. Die waren da war die Hälfte der Band, glaube ich, noch nicht mal volljährig. Das ist krass, ne? Dass die sind super jung. Ich hab das super jung, die haben aber auch mit 11 oder 12 schon zusammen Mucke gemacht. Also das ist super, ja. Super, sowas feiere ich halt voll ab. So. Und vor allem jeder in der Band ist unfassbar talentiert in dem, ja. Was er macht. Und dann passt es auch noch, wenn sie es zusammen machen. Und wir standen jeden Abend da so. Alter, was ist das denn? Sind wir überhaupt Musiker so ungefähr, weißt du? So, und waren halt weggeblasen. Ja, und ab da ging es halt auf jeden Fall auch bergauf mit Malef. Haben die auch hier einmal mit auf Tour genommen. Die haben auch schon zig Euro-Touren jetzt gefahren, sind auf Avocado. Letztes Jahr mit euch. Ja. Die ist auch sehr, sehr gut angekommen, habe ich gesehen im Internet. Die fahren voll auf Malef und Nasty in Kombination ab. Vielleicht gibt es ja in Zukunft nochmal. Ja, wir haben ja, der hat ja ein Feature bei uns, ich habe ein Feature bei denen. Stimmt. Und da hatten wir auch schon wegen dem Musikvideo überlegt, dann mal gucken. Ja. Auf jeden Fall, das Coole ist, das sind einfach sehr auf dem Bogen geblieben Jungs, die ziehen 1:1 ihr Ding durch. So, die könnten halt auch locker, keine Ahnung, was für ein Tech-Metal ballern und irgendwie in die Metal-Schiene machen, aber die machen einfach ihr Ding. Ja. Eine der auch der sympathischsten Bands, mit denen wir hier unterwegs gewesen sind. Definitiv. Dann die nächste. Aha. Ah, da haben wir sie doch. Ist das die? Give a shit. Yo, give a shit. In meinen Augen das verkackteste Album von Nasty, was wir gemacht haben. Wir waren damals in einem Studio aufnehmen, wo der Lüdo irgendwie mit drin hing. Der hat sich dann mit dem Studiotypen verkracht. Nein. Während der Aufnahme und hat dann selber alles gemischt, gemastert. Hat sowas aber auch vorher noch nicht wirklich gemacht. Ich meine, Resultat ist okay geworden, aber irgendwie ist alles so bei der Platte ein bisschen anders geworden als geplant. Ich hatte auch eine andere Artwork-Dingens, bin aber überstimmt worden. Das Artwork finde ich voll scheiße. Was ist das eigentlich? Also klar, eine Figur, die Fingerzeichen. Die ist, glaube ich, in nassem Klopapier eingebunden und zeigt einen Mittelfinger und gibt halt einen Fick. Ja. Ich meine, passt schon, aber irgendwie, das ist so das Album, wo ich sage, für mich selber fühlt sich das am unkomplettesten an. Dann hieß es so, boah, wir müssen hinten ein Live-Bild drauf tun, wo ich mir dachte, ja, warum denn ein Live-Bild drauf tun? Kann man was anderes drauf tun? Ja. Aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das ist so, da sind super Lieder drauf. Ich habe mir letztes Mal angehört, wo ich dann so, ey, eigentlich mega geile Lieder drauf, aber es war halt alles ein bisschen im Entstehungsprozess damals sehr hektisch und sehr, wie gesagt, mit Stress und keine Ahnung was. Ich habe eine Frage zu euren ersten 3 Alben. Habt ihr das mal irgendwie vor, auf Vinyl rauszubringen? Irgendwann mal? Oder wir haben das vor, aber das war immer ein Problem mit Good Life Recordings und BDAW, dass die sich da irgendwie zusammentun, das zu machen. Okay. Wir dürften jetzt aber aus dem Vertrag raus sein und wollten im Nachhinein, wenn wir irgendwie auch an die Artworks und so rankommen, nochmal vielleicht so eine Collectors-Vinyl-Dinge zu machen und die alten Alben nochmal raushauen. Alben. Jo. Nicht schlecht. Give a shit. Die kalte. Yo, Colter Truth ist mega fett. Hast du auch ein Feature gemacht? Jo, genau, bei Muay Thai or Die. Da war ich jetzt irgendwie 5 Tage lang in den Texten am Üben, weil die ja auch in Sheffield gespielt haben, haben da ein Musikvideo zugedreht, wo ich dann mitgemacht habe. In meinen Augen musikalisch eine der härtesten Bands ever. Ich kenne kaum eine Band, die das so ignorant durchzieht, von Beat und Break und Moshpart zum nächsten, auch so stimmungsmäßig, Ultra-Agro-Band. Auch super Typen, super freundlich, aber auch so, ich würde sagen, wenn es um
darum geht, wenn du hier um den ganzen Boah Real und keine Ahnung was redest, auf jeden Fall eine der Bands. Definitiv. So. Die waren ja Anfang des Jahres in St. Peter, Duisburg. Jo. Und also wenn man die live sieht, dann denkt man sich krass, also wie stumpf die eigentlich sind. Aber ja, genau. Es ist krass, es ballert einfach. Jo, es ballert und krass. Die Leute rasten und voll aus. Genau, und die, wie gesagt, die, das ist einfach eine echte Band. Ja. Eine krasse Band. Definitiv. Ja. Cool. Nächste. So langsam müssen doch mal die anderen Platten von euch kommen. Oh, ja. Um unsere Scheiße drum rumzureden. Ja, Love. Love. Genau. Jo. Ich glaube, der ein oder andere Fan war nicht sehr glücklich mit dem Album, ne? Da gab es auch Hate wegen den. Ja, da gab es dann, oh nein, die haben Clean gesungen auf dem Song Love drauf. Ja. Scheiße, Sellout. Ja. Tut uns auch leid, aber ja, Alter, die Kohle, die schmeckt so richtig gut. Nee, ja, wir wollten halt einfach ein Feature hier mit dem Craig von Evergreen Terrace haben. Wir hatten halt, bevor wir das Album geschrieben haben, die Hell on Earth Tour, wo wir mit Evergreen Terrace, Bane und Anderson so unterwegs gewesen sind. Casey Jones, super Typen, und da wir immer nur Features mit Freunden von uns machen, die wir wirklich mögen und mit denen wir unsere Mucke teilen wollen, fiel es da halt auf dem Craig, und wir haben halt gedacht, ey Alter, der kann clean singen, dann lass doch einfach ein cleanes Feature da machen. Und haben das halt einfach gemacht. Ja, und Leute fanden es halt natürlich. Viele fanden es halt scheiße. Ich finde es auch persönlich schade. Das ist auch gleichzeitig das erste Album mit einem deutschen Song drauf. Nee, wir hatten schon vorher welche. Oder? Ja. Wir hatten noch, früher hatten wir nicht vor Scheiße auch schon. Doch, wir hatten damals Zweifel auf dem Demo. Stimmt. Ich meine, Massaker-Musik auch zum Teil deutsch. Ja, und das stimmt. Genau, wir hatten also, ich glaube, auf jedem Album hatten wir ein deutsches Lied drauf. Doch, stimmt. Ja, wurde leider nicht so angenommen. Ja, also gut, das Lied, am Ende glaube ich, ist die Love ziemlich gut angenommen worden. Also hier sind halt viele Lieder drauf, die wir immer noch zocken. Ja. Hell on Earth, weiß ich, glaube immer. Ja, Hell on Earth, viel Scheiße immer noch, Look at Me, My Brain, und natürlich der Slaves. Klassiker Zero Tolerance. Also eigentlich muss ich sagen, wenn ich das hier gerade so lese, spielen wir am meisten von der Love fast noch. Und das war das erste Album auch auf BDAW. Hat somit auch noch mal einiges verändert. So, wir wollten halt dann beim Toni rausbringen, Freund von uns, das irgendwie familiär halten. Mit Good Life waren wir da nicht mehr so happy eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und jo. Zu Zero Tolerance habe ich eine Frage. Das ist ja so, also ein geiler Song, halt gegen Nazis, gegen rechts. Wenn du jetzt persönlich dir ein Album zusammenstellen könntest mit Bands oder Songs, die sich halt gegen Nazis und gegen rechtes Gedankengut aussprechen, wen oder welche Songs würdest du draufpacken? Also sowas zum Beispiel wie Ärzte, Schrei der Liebe, Nasty, Zero Tolerance, gibt es irgendwie, wie gesagt, Bands oder Songs? Da bin ich ein bisschen zu verstrahlt. Ich meine, Schrei aus Liebe ist das, glaube ich, oder wie heißt das? Schrei der Liebe? Sowas wäre dann wahrscheinlich drauf. Aber ich habe jetzt nicht so super viele Lieder im Kopf, wo ich jetzt sage, das ist es, oder wo ich mich irgendwie daran orientiert hätte. Im Ende ist das hier, das Zero Tolerance Ding war eine Reaktion darauf, dass zu der Zeit, und ich denke immer noch, halt sehr viel Leute mit so einem Gedankengut auch teils so inkognito auf Shows gegangen sind. Wo wir auch irgendwie mit konfrontiert wurden oder so, auch Bands meinten so, ey, die kopieren uns und keine Ahnung was. Ist eigentlich nur so ein Ding, ey, ihr seid halt nicht willkommen. Oder um so Leuten halt vielleicht einfach mal zu sagen, ey, ganz ehrlich, so heißt halt Love, am Ende geht's halt auch um Liebe, und das ist halt genau das Gegenteil von Liebe, finde ich, was die Leute halt verkörpern. Weil du bist halt einfach nichts Besseres, weil du irgendwo XY geboren bist und dies, das denkst. So, du, wie gesagt, ich sag das auch oft auf der Bühne, du kannst halt nur aussuchen, kannst nicht aussuchen, wo und wie du geboren wirst, kannst nur aussuchen, ob ein Arschloch bist oder halt cool. So. Ja. Und am Ende so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann es halt einfach null nachvollziehen, da irgendwie so eine Hassschiene zu fahren auf Leute aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, klar werden Leute da vielleicht dann irgendwie auch geblendet und denken sich, boah, hier, das und das ist mir passiert wegen dem, aber dann sind nicht direkt alle Leute aus der Schiene scheiße. Ja. So, weißt du, wenn ich jemand wie ein Arschloch behandle, dann kannst du ihn gerne wie ein Arschloch zurückbehandeln, aber bevor das passiert, finde ich, sollte man jedem mit einem gewissen Grundrespekt gegenübertreten. Ja, definitiv. Aber ich nicht nur unterstreichen. Aber wird halt leider irgendwie immer mehr. Das ist es. Leider. Das ist so. Genau. Wie viel haben wir noch? Drei. Ich bin nicht. Jo, das ist die, ne? Jo, Redux. Aber die auf Good Life, ne? Ja. Ich habe nämlich die von Faktis Recordings nicht mehr. Das ist die Redux. Das ist Demo und die Declaring War drauf. Ist da noch mehr drauf? Nee. Nee, genau. Demo und die Declaring War müsste da drauf sein. Und die haben wir am Ende, die ist nochmal geremastert worden, glaube ich, von diesem Michael de Cliff aus Belgien. Und das war sozusagen unser Abschlussalbum auf Good Life. Ja. Wie kam es dazu, dass ihr, ich glaube, das ist ja euer erstes Album, Declaring War. Genau.
ihr wart ja noch auf ganz anderen Label und ihr habt das ja schnell danach gewechselt. Jo, also wir waren auf Faktisch Recordings, also unser erstes Label, der Norm aus Görlitz. Auch sehr dankbar noch, dass er damals uns geglaubt hat, hat die Clearing War rausgebracht. Und danach hatte Good Life angefragt. Wir sind halt alle damals in Belgien mit den Releases von Good Life aufgewachsen. Das war irgendwie so, boah, geil, machen. Ja. Haben halt da unterschrieben. Wo wir am Ende, wie gesagt, aber auch nicht mehr ganz so happy waren. Es hatte in unseren Augen ein bisschen nachgelassen und hatten dann sozusagen, als wir waren für drei Alben, haben wir als drittes Album halt sozusagen gesagt, ey, wir bieten dir nochmal Demo und nochmal das Dingens an. Ja. Und haben das dann auch auf Good Life rausgebracht. So. Kannst du dich noch an die erste Tour erinnern, wo ihr unter dem Album getourt habt, mit den Bands oder Länder oder irgendwie sowas? Mit der Declaring War? Genau. Ich glaube, anfangs sind wir meistens allein getourt. Wir hatten eine Polen-Tour mit Bloodstained. Und sonst die ersten Touren, ich glaube, das war mit Fallbrawl. Fallbrawl auch. Aber ich weiß nicht genau. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, weil am Anfang sind wir meistens alleine getourt. Wir hatten zum Beispiel in Spanien Portugal Run, den hatten wir allein gemacht. In Deutschland, Belgien sind wir halt einfach immer überall hingedüst, wo es ging. Und boah, da muss ich nochmal mit dem National Best reden. Aber ist halt auch schon 10 Jahre her oder länger. Krass. So, das ist genau die letzten beiden. Oh, Desolated. Desolated. Auch fett. Erstmal schade, dass sie sich aufgelöst haben. Auch sehr coole Band, fand ich sehr eigen im Stil. Definitiv. Ich finde, Paul hat auch eine sehr eigene Ausstrahlung auf der Bühne gehabt. Ja. Irgendwie so Jesus-mäßig geil eigentlich. So ein Crust Jesus. Stimme fett. Cool. Ja, ja. Und hatten halt auch immer eine sehr dunkle Atmosphäre. Irgendwie eine sehr gewaltträchtige Atmosphäre eigentlich überliefert. Sehr gute Band hier. Malevolence halt. Desolated. Malevolented. Irgendwas Neues von seinem Projekt? Der hatte mir mal irgendwie erzählt, er arbeitet schon an einer neuen Nachfolgerband von Desolated. Nee, keine Ahnung. Ich hatte auch mal gehört, dass die wahrscheinlich was Neues machen, aber ich habe noch nichts Konkretes gehört. So. Schade, dass sie aufgelöst haben, die letzten Shows gehabt, wer weiß. Reunions können ja auch schon mal passieren. Stimmt. Lionheart sind ja auch heute wieder am Start, haben sich letztes Jahr verabschiedet. Last but not least, der Klassiker. Ich glaube, der hat nochmal einiges bei euch verändert, oder? Ich glaube, auf einem neuen Level. Ich hatte das Gefühl, dass die Love uns schon so ein bisschen nochmal gepusht hatte. Definitiv. Auch weil wir mit Toni halt das erste Mal wirklich Promo hatten. Ja. In der Promo-Agentur, Promo in Printzeitschriften, im Internet, weiß ich nicht, was mehr, Reviews und so weiter mit der Schocker. Ich hatte das Gefühl, dass die Love was eröffnet hat, wo die Schocker dann nochmal nachpushen konnte. Definitiv. Und Schocker war das erste Album, wo wir gesagt haben, lass uns ein bisschen eingängiger ein paar Lieder schreiben. Weil wir haben früher 10 Parts aneinander gehackt, so Aggression, Declaring War. Und wir haben hier auch manchmal gesagt, ey, lass da mal sowas wie Strophe-Refrain machen, so ein bisschen eingängiger. Schocker ist ja ungefähr so, oder du hast halt so Parts, die sich schon mal wiederholen. Ja. Und das haben wir hier bei 1-2 Liedern gemacht. Und war auf jeden Fall für uns auch nochmal ein kleiner Game-Changer. Also ich glaube, das war so von Platte zu Platte. Wir haben halt auch immer mehr gespielt, auch Festivals, immer mehr Leute gesehen. Dann, wie gesagt, Promo, wo wir sehr dankbar sind. Und Schocker war auf jeden Fall für uns auch nochmal ein guter Step. So. Wie war denn eure Reaktion, als ihr erfahren habt, Wacken will euch haben? Ja, die war fett. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, vor allem, weil das eigentlich eher so ist, dass ich sage, dass so Metalheads wahrscheinlich eher sagen, ja, guck dir mal die Jungs an, hör dir mal die Mucke an. Das ist es jetzt nicht für mich. Ja. Und weil es halt auch lustig war, weil wir in dieser Videoreportage, die wir da gemacht hatten, inszeniert hatten zur Love, diesem Studioreport, wo der Spider da die Tappings macht, ja. Und wir halt meinen, ey, was machst du denn für einen Scheiß? Und er so, ja, ich will nach Wacken. Ja. So, und dann plötzlich spielst du halt Wacken. War unreal für uns, aber war super geil. Ja. Wir sind auch gut angenommen worden und wir auch sehr dankbar sind. Auch dankbar, dass wir das spielen konnten, uns da irgendwie die Möglichkeit gegeben worden ist. Und wir haben Spider halt auch nochmal mitgenommen, der hat halt auch nochmal da ein Lied geballert. Ja, wie gesagt, der war früher richtig so, richtiger Metalhead, lange Haare, Spandex-Hose und keine Ahnung was. So. Auf jeden Fall war super geil. Krass. Ja, ich sehe, alle CDs haben wir abgearbeitet. Wir sind soweit durch. Ich bedanke mich für deine Zeit, für das Interview. Ja, gerne. Und wenn du noch irgendwas sagen möchtest zu euren Fans oder unseren Zuschauern, kannst du gerne machen. Ja, kein Plan. Macht euer Ding so. Danke an Metalheads für das Interview. Metalheads war jetzt richtig, ne? danke für die Möglichkeit für das Interview. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns irgendwie bald. Und ganz wichtig, Nazi supporten, neues Album Religion überall zu kaufen. Dann danke euch. Metalhead TV.